Das beste Turnier, das wir im Schach haben, das ist der World Cup. 300 Spieler, über 2 Millionen Preisgeld im Topf. Es geht um Plätze fürs Kandidatenturnier und es werden jede Menge Dramen geschrieben, während die Weltspitze fast komplett am Start ist und sich nach und nach gegenseitig aus dem Wettbewerb kegelt. Ich freue mich unheimlich drauf und ihr seht es hier im Countdown. Es ist wieder soweit. In gut 2 Tagen, 2 Tagen, 23 Stunden geht der World Cup los. Und für uns aus deutscher Sicht in diesem Jahr mit der Besonderheit, dass so viele Deutsche am Start sind wie nie zuvor. 9 nämlich. 8 bei den Herren oder im offenen World Cup und Elisabeth Paetz bei den Damen. Das ist der einzige Wermutstropfen. Die Nara Wagner ist nicht qualifiziert. Die würde ja jetzt nach aktueller Spielstärke ganz locker in dieses Feld der gut 100 Frauen gehören. Als Nummer, ich weiß gar nicht, 16, 17 der Welt, die sie mittlerweile ist. Aber dieser kometenhafte Aufstieg, der kam ein bisschen zu spät, um sich noch zu qualifizieren. Und so ist sie diesmal nicht dabei und hat auch keinen Freiplatz gekriegt. Schade, aber die Nara macht das dann in 2 Jahren. Und jetzt freuen wir uns erstmal auf die, die in diesem Jahr drin sind. Ich dachte, ich tippe den einfach mal für euch. Ich habe nämlich eben im Internet gefunden, der Internet-Scherzkeks Mr. Dodgy hat ein gutes Werk getan. Er hat nämlich das komplette Bracket des World Cups online gestellt und zwar so, dass man das tippen kann. Und ich dachte, ich tippe das einfach mal mit euch durch und dann sehen wir am Ende, wer den World Cup gewinnt. Zumindest aus Perspektive der Perlen vom Bodensee. Ihr könnt mich dann verhöhnen, wenn sich rausstellt, dass das alles falsch ist, was ich hier tippe. Ich werde wahrscheinlich bei unseren Leuten ein bisschen parteiisch tippen, aber ansonsten eher nicht. Ich habe mich nicht darauf vorbereitet und werde einfach mal so, wie mir die Leute kommen, ein bisschen was zu denen erzählen, was mir einfällt. Und mal schauen, wie das ausgeht. Das Einzige, was ich schon vorbereitet habe, es sind ja 206 Spieler im offenen World Cup und die erste Runde, da sind einige der Gesetzten nicht dabei und einige der Schwächeren spielen da drin und um es da dann einmal zu reduzieren, ist die erste Runde mit einigen ganz krassen Großmeister gegen Außenseiterpaarung versehen. Die erste Runde habe ich schon getippt, sodass wir in der zweiten Runde anfangen. Ansonsten würde es wahrscheinlich zu lange dauern. Und jetzt gehen wir hier einfach mal rein ins Feld und ganz oben sehen wir auch schon den Erstgesetzten Magnus Carlsen, Levan Panzulaya. Das ist, glaube ich, ein Georgier, wenn ich mich nicht erinnere, oder ein Armenier, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich bin darauf nicht vorbereitet. Ich werde vielleicht auch das ein oder andere über die Spieler sagen, das nicht ganz stimmt. Jedenfalls kann ich vorhersagen, Magnus Carlsen wird dieses Match gewinnen. Es werden übrigens 2 Turnierpartien gespielt und wenn es nach 2 Turnierpartien 1-1 steht, dann musst du am nächsten Tag nochmal ran, dann werden Schnellpartien gespielt und am Ende geblitzt, so lange bis einer rausfliegt. Also es ist konsequent K.O.-System. Taitai Van Nooyen gegen Arjan Tari, das ist schon knapp, ne? Arjan Tari, die norwegische Nummer 2, Taitai Van Nooyen ist, glaube ich, die tschechische Nummer 2, wenn ich mich nicht irre. Nehmen wir mal den Nguyen. Von Tari habe ich in jüngerer Vergangenheit nicht so richtig viel gehört. Nehmen wir mal den Nguyen. Vincent Keimer gegen Daniel Dada, das ist nicht leicht. Daniel Dada, so, das ist so der belgische Vincent Keimer sozusagen, der ist auch sehr jung, der ist sehr stark, der ist auf dem Weg Richtung 2600, aber Vincent ist da klarer Favorit. Armin Tabatabei gegen Denis Kadric. Ja, das sollte Denis Kadric, ich weiß nicht, Serbien, Kroatien, will ihm nicht Unrecht tun. Auf jeden Fall Außenseiter gegen Armin Tabatabei und der Tabatabei hat auch im vergangenen Jahr im World Cup sehr stark gespielt, insofern wird er da weiterkommen. Wei Yi wird den, ich glaube, brasilianischen Großmeister Luis Paulo Supi vom Brett fegen. Und Wassily Iwanchuk, der ist jetzt noch ins Feld gekommen. Das ist auch so eine Geschichte. Da werde ich auf den Perlen noch was zu schreiben. Ich mache einen Ticker zum World Cup auf den Perlen vom Bodensee und da werde ich die Geschichte nochmal aufdröseln. Da gab es einen Appell einiger Spitzengroßmeister an das ukrainische Sportministerium, doch bitte der Legende des Schachsports Wassily Iwanchuk die Ausreise zu ermöglichen. Und dann hat sich unsere sehr russlandnahe FIDE, der Weltverband, direkt auf diesen Aufruf gestürzt und hat den verbreitet und sozusagen eine gewisse Ukraine-Nähe simuliert, obwohl unser Verband eigentlich für das Gegenteil steht. Und ich fand den Ablauf des Ganzen, fand ich so sehr, naja, das hat mir nicht gefallen. Das könnt ihr demnächst bei den Perlen lesen. Jedenfalls Wassily Iwanchuk wird sich durchsetzen gegen Cristobal Enriquez Villa, von dem ich nicht genau weiß, woher der kommt.
Zdenko Kozul, ja, den habe ich in der ersten Runde gewinnen lassen. Das war ein relativ knappes Match, fand ich nominell, um was über ihn erzählen zu können. Das ist nämlich eine Partie, die ich gerne noch auf diesem Kanal irgendwann mal zeigen will. Gegen den habe ich mich mal gespielt und habe ganz gut gestanden mit Schwarz. Was ist der? Der ist, glaube ich, Kroate, wenn ich mich nicht irre. Spielt für Deizisau, geht jetzt auf die 60. Der war mal ganz oben bei der Europameisterschaft. Der hatte weit über 2600. Starker Großmeister, ist jetzt ein bisschen angejagt. Und ich stand mal eine ganze Zeit lang gut gegen den mit Schwarz, bis es dann so ausgegangen ist, wie es halt ausgeht, wenn ich Schach spiele. Aber das war eine ganz interessante Partie gegen einen sehr, sehr starken Gegner. Und da dachte ich, die könnte ich euch immer mal so, also aus einem Relikt aus der Vergangenheit, könnte ich euch die mal auf den Perlen zeigen. Darum wollte ich Zdenko Kozul weiterkommen lassen, aber der wird natürlich gegen Nodir Beg Abdusatorov dann keine Chance haben. Anton Korobov gegen Eduardo Itolizaga Bonelli. Das ist nicht leicht. Der hat jetzt ja der Itolizaga bei der Champions Chess Tour geglänzt. Aber Anton Korobov, das ist so ein Haudegen, der wird sich durchsetzen. Gukesh gegen Bobby Cheng, gegen den australischen Großmeister. Ja, sorry Bobby, aber da wird Gukesh gewinnen. Narayanan gegen Kusubov, das ist knapp. Aber ich glaube, Kusubov, wenn es drauf ankommt, ich habe von dem schon einige schöne Niederlagen gesehen. Insofern sage ich mal Narayanan, der ja auch so ein bisschen im Aufwind noch ist, junger indischer Großmeister. Vallejo Pons gegen unseren Freund Velimir Ivic, den Blühbaumangstgegner. Bei Vallejo Pons hat mich ja sehr, sehr gestört, dass der am Kajakin-Turnier teilgenommen hat. Dass er das gerechtfertigt hat auf eine, wie ich fand, viel zu simple Weise. Ich gehe halt dahin, wo ich Geld verdienen kann, hat er gesagt. Und das war mir ein bisschen wenig. Und dazu hat mir nicht gefallen, dass dann die OSG Baden-Baden ihn im Finale der Deutschen Meisterschaft eingesetzt hat, ohne dazu ein Wort zu sagen, obwohl es da eine Abmachung gibt, dass man da ein Wort zu sagen hat. Und insofern, Velimir Ivic wird Francisco Vallejo Pons die spanische Nummer 1 rausschmeißen. Und vielleicht kriegen wir es ja noch hin, dass er gegen Matthias Blühbaum spielt. Mal gucken, ob das Bracket das hergibt. Andrei Esipenko gegen Eltai Safali. Oh, das tut mir sehr leid. Weil Safali, das ist der Freund von Josefine Heinemann. Und dem gönnen wir natürlich, dass er weiterkommt. Andrei Esipenko ist vielleicht ein bisschen verwirrt. Ich wollte jetzt anführen, der war im letzten World Cup sehr, sehr stark. Ist nur ganz knapp im Stechen gegen Magnus Carlsen rausgeflogen und hat natürlich auch riesiges Potenzial. Andererseits hat er ein ganz, ganz schwieriges Jahr hinter sich. Und ich dachte eigentlich, das wäre einer von den vielen, vielen, die auswandern aus Russland und die wir demnächst unter einer anderen Flagge sehen werden, wie schon so viele. Da hieß es immer, der Esipenko, der vagabondiert sozusagen durch Europa und kommt immer bei Freunden unter und wird dann irgendwann einen neuen Verband finden. Aber jetzt war ja diese Skandalsache, vielleicht habt ihr das mitbekommen, es hat ja zum Internationalen Tag des Schachs der Weltschachpräsident Arkadi Dvorkovic nichts Besseres zu tun gehabt, als mit dem Putin-Sprecher Dmitri Peskov, dem Kreml-Sprecher und Mitglied des Kuratoriums des russischen Schachverbands, mit dem zusammen diesen Internationalen Schachtag zu begehen in Moskau. Das hat international nicht so richtig gut ausgesehen. Und was mich bei der Gelegenheit überrascht hat, Andrei Esipenko saß auch in Moskau mit den beiden rum. Und ich dachte eigentlich, der ist irgendwo in Westeuropa unterwegs und sucht nur noch den Verband, der zu ihm passt. Ja, Safali, Mensch, was machen wir denn da? Ja, aber das ist schachlich, ist das klar. Komm, Esipenko, komm weiter. Mamedjarov gegen Baklan. Wladimir Baklan, den kenne ich aus diversen Turnieren aus Deutschland, ukrainischer Großmeister. Aber der ist nicht mehr so ganz in der 2600-Liga, in der er mal war. Schachjan Mamedjarov ist auch so, der ist jetzt auf dem Weg ins Rentner-Dasein sozusagen. Der geht auf die 40, ne? Der ist nicht mehr so der absolute WM-Kandidat, Top-10-Spieler, der er mal war. Aber ich glaube, der ist schlecht. Baklan, zumal der halt diese Zockerqualität hat. Und der ist in kurzen Bedenkzeiten sehr, sehr stark. Ivan Saric gegen Rasmus Svane. Da sollte Ivan Saric, oh, ich muss das hier mal ein bisschen anders scrollen, nicht, dass der, oh, warte mal, hier so, jetzt klicke ich hier hin und dann scroll ich nur den Baum, so. Ivan Saric gegen Rasmus Svane. Ivan Saric, ehemaliger Europameister, Schlachtross, ganz erfahrener Spieler. Aber Rasmus Svane ist auch ein guter. Guck mal, warum wir nicht so sein, oder? Also eigentlich,
Wenn ich nicht Rasmus Zwane Fan wäre, würde ich sagen, ja, wird hart für Saric, aber wird er wohl machen. Andererseits, Rasmus können wir auch anführen, sehr, sehr stark in, mit kurzen Bedenkzeiten. Das haben wir auch im vergangenen Jahr gesehen. Und wenn das 1:1 steht, dann ist das 50-50. Bestenfalls für Saric, komm, Rasmus macht das. Rasmus kommt weiter. Wang Hao gegen Rinat Yumabayev. Yumabayev ist einer von den jungen Wilden aus Usbekistan. Die ist, glaube ich, Teil der usbekischen Olympiamannschaft, die da so überragt hat. Der ist nominell klarer Außenseiter gegen den ehemaligen WM-Kandidaten Wang Hao. Und ich glaube trotzdem, dass der weiterkommt. Wang Hao hat mich zuletzt nicht überzeugt, hat auch wenig Praxis, ist ja immer so ein bisschen labil, sagt von sich selbst, er sei gesundheitlich nicht ganz so gut drauf. Und die Usbeken, die vielleicht tragen die sich gegenseitig auch durch den World Cup. Ich sag mal, hier gibt's eine Überraschung. Yumabayev gewinnt. David Howell, der ist ja jetzt in erster Linie eigentlich Moderator bei der Champions Chess Tour. Ante Birkic, erfahrener Großmeister, allerdings nominell deutlich schlechter als Howell. Ja, komm, wollen wir nicht so sein. Jan Nepomniachtchi. Ja, ich meine, das ist nominell so klar. Der geht da durch. Prätke gegen Mamedov. Das wiederum ist alles andere als klar. Prätke ist einer von den Russen, die, glaube ich, nicht mehr für Russland spielen. Der ist jetzt Serbe, wenn ich mich nicht irre. Und Rauf Mamedov, so ein altes aserisches Schlachtross. Und der spielt auch noch mit Heimvorteil. Also ich würde sagen, Prätke ist der ein bisschen gediegenere Schachspieler. Aber komm, Mamedov vor heimischem Publikum und mit der Aussicht, ein Match gegen Nepo zu kriegen, macht er das. Oh, auch interessant. Djak gegen Kaspar Piorun. Das ist nominell recht klar, aber Piorun hat im vergangenen Jahr beim Weltcup geglänzt. Das ist ein sehr, der hat sehr, sehr schwankende Leistungen. Und wenn der gut drauf ist und sich zu Höhenflügen ausschwingt, dann gehen diese Höhenflüge sehr, sehr hoch, nämlich bis in die internationale Spitzenklasse. Und er war letztes Jahr sehr, sehr stark, trotz alledem. Der Djak ist am Kommen und der wird sich da was vorgenommen haben. Der hat jetzt in Biel sehr, sehr schlecht gespielt. Aber das wird wahrscheinlich die misslungene Generalprobe für einen starken World Cup sein. Nihal Zarin gegen Axel Bachmann. Axel Bachmann klingt auch deutsch, ist aber paraguayischer Großmeister und natürlich ein sehr starker Schachspieler, aber ich würde mal behaupten, kein Gegner für Nihal Zarin. Yu Yang Yi gegen Vitali Bernatsky. Sollen wir da mal noch eine Überraschung tippen? Vitali Bernatsky, ukrainischer Großmeister, der auch zu tollen Dingern in der Lage ist. Der hat vor 2 Jahren die Kombination des Jahres gespielt. Ich habe den mal bei der internationalen offenen bayerischen Meisterschaft sehr intensiv beobachtet, weil ich die ja immer ein wenig betreue und da die Öffentlichkeitsarbeit mache. Der ist stark. Und Yu Yang Yi hat gerade in Biel eher schlecht abgeschnitten. Hat unter anderem gegen Vincent Keimer verloren, hat auch gegen Quang Liem Lee verloren. Komm, dann machen wir mal Überraschung. Vitali Bernatsky schlecht, Yu Yang Yi. Etienne Bacro, der ehemalige Coach von MWL, gegen den größten Großmeister der Welt. Ha, das wird auch knapp. Bacro war, glaube ich, letztes Jahr im World Cup auch ganz gut. Und Incic, von dem, der ist mir in der jüngeren Vergangenheit nicht so aufgefallen. Also sagen wir mal, Bacro kommt weiter. Felix Bloberger, Österreicher, gegen Vidit. Ja, da ist Vidit natürlich großer Favorit. Der Ösi-Bonus, kann der so groß sein, dass Bloberger Vidit schlägt? Na, nee, da wird's sportlich unglaubwürdig, das gewinnt Vidit. Matthias Blühbaum gegen David Paravian. Auch das wird kein leichtes Match, aber Matze Blühbaum, der hat letztes Jahr beim World Cup nicht so richtig überzeugt. Das war ja der Anfang seiner Angstgegnerschaft mit Velimir Ivic, weil er das sang- und klanglos das Match gegen Ivic verloren hat, relativ früh schon in der zweiten Runde oder so. Und da war er noch nomineller Favorit. Ich sage immer letztes Jahr, es war vor 2 Jahren. World Cup ist alle 2 Jahre. Und danach ist halt der Ivic immer wieder dem Blühbaum begegnet. Und das ging nicht gut aus für Matthias, bis er ihn dann bei der Europameisterschaft geschlagen hat und dann auch prompt Europameister wurde. Ich will nicht lange reden, Blühbaum macht das. Anish Giri gegen Fernando Peralta. Anish Giri. Laurent Fressinet gegen Nijat Abbasov. Ja, da freue ich mich auf den Banter von dem Chicken Chess Club. Laurent Fressinet ist ja Teil dieses wunderbaren Podcasts mit Jan Gustafsson, Peter Heine Nielsen und
Ja, das sind die drei. Und eben Laurent Fraissinet. Und ich möchte sehr viel Fraissinet-Banter hören, während der World Cup läuft. Sorry, Nijat Abasov, der da sicher ein enges Match liefern wird, aber da setzt sich Fraissinet durch. Zumal der in der jüngeren Vergangenheit tatsächlich auch ganz gute Ergebnisse hatte. Der hat stark gespielt in der französischen Liga. Jordan van Forest gegen den Ägypter Ahmed Adli. Das wird Jordan van Forest gewinnen. Und Peter Swidler wird sich gegen Abhimanyu Puranik durchsetzen, der mir überhaupt nichts sagt. Alexander Grischuk wird sich gegen Mohamed Muradli durchsetzen. Salem Saleh gegen Anton Demchenko. Anton Demchenko, ehemaliger Europameister, der hatte eine ganz, ganz starke Phase vor 2-3 Jahren, aber der war, glaube ich, in der jüngeren Vergangenheit nicht so richtig gut drauf, hat auch einige Elo verloren. Salem Saleh ist auch nicht der 2700er, der er mal war. Aber ich glaube, schwierig, aber Saleh ist Favorit. Daniil Dubov gegen Adiban Baskaran. Ja, Adiban hat auch so irgendwie, der ist ja noch jung eigentlich, der ist Anfang 30, aber so bei dem habe ich auch mal das Gefühl, so seine beste Phase ist schon so ein bisschen vorbei. Und Daniil Dubov, klar, kommt weiter. Schade, Baskaran ist natürlich spannender Spieler, spielt immer attraktive Partien. Andrei Volokitin gegen die italienische Nummer 1, wollte ich sagen, aber weiß ich gar nicht, ob er das ist. Ja, ich glaube, es ist er. Vocaturo, von dem haben wir ein schönes Video hier. So ein Großmeister gegen Amateur und der Amateur schlägt sich ganz praktisch. Julius Ohler. Auch am Tegernsee, glaube ich, gegen Vocaturo. Kann ich nur empfehlen, die Partie hier auf diesem Kanal. Aber der wird gegen Volokitin wahrscheinlich verlieren. Hikaru Nakamura, das machen wir ganz schnell. Die Nummer 2 der Welt wird sich durchsetzen. Benjamin Gledura, starker Spieler aus, ich glaube, Südamerika, Argentinien. Bin ich sicher. Aber ich habe ja gesagt, die Usbeken, die jungen Usbeken, die machen das. Prack gegen Lagarde. Ja, der Lagarde, das ist ein solider Großmeister. Und der wird nicht wehrlos untergehen, aber Prack ist stärker. Oh, David Navarra gegen Niklas Wuschenbeet. Was machen wir denn jetzt? Oh. Also Niklas Wuschenbeet, der kann ja auf den Punkt da sein. Und der kann solchen Leuten richtig Probleme machen. Und er hat auch beim vergangenen World Cup sehr, sehr stark gespielt. Er hat unter anderem Arkadi Najdic rausgeschmissen. Und dann kam noch ein Match gegen Vitjugov. Und dann hatte er Vitjugov an der Angel. Und es hat aber nicht ganz gereicht. Ja, aber Navarra war jetzt sehr, sehr stark in Biel. Und Navarra ist eigentlich eine Klasse besser als Niklas. Niklas, sorry, ich hoffe, du guckst nicht zu. Aber das kann ich nie machen. Kvalang Liemle gegen Peter Michalek. Ja, Michalek, tschechischer Großmeister, so der 2550 bis 2600 Klasse. Der ist nicht gut genug um die vietnamesische Nummer 1. Ah, und jetzt kommt wieder so ein gemeines Russland, Ponomariov, Dimitri Kollas. Dimitri Kollas ist ein Riese, ist ein Bär. Ich glaube, das Einzige, was Dimitri fehlt, das ist ein breiteres Kreuz und die Überzeugung, ich kann diese Leute umhauen. Weil dann hat er nämlich die Klasse, diese Leute umzuhauen. Gut, und Ruslan Ponomariov steht jetzt nicht so im Saft und ist auch schon ein bisschen angejagt. Ja, komm hier, Dimitri macht das. Da ist ja schon Nikita Vitjukov. Oh, gegen Daniel Friedmann. Ah, Daniel Friedmann ist... Ja, der hat halt den schwersten Auftakt. Das ist nominell der schlechteste von den Deutschen im Feld. Der schlechteste jetzt im Sinne von 2600 Level. Also, ne, wenn ich schlecht sage, heißt das sehr, sehr gut im World Cup-Kontext, aber halt nicht so extra klasse wie der Nikita Vitjukov. Ja, auch mit DSB-Bonus, Daniel Friedmann, tut mir leid, aber da wird sich Vitjukov durchsetzen. Boris Gelfand gegen Ferenc Berkes. Ungarischer Großmeister, dem ich eine ganze Zeit gefolgt bin, als ich noch Schach gespielt habe, weil der nämlich Karo Kann spielt und das auf eine sehr solide theoretische Weise. Und so Ferenc Berkes, keine Ahnung, Karo Kann-Partien waren jedenfalls immer Modellpartien für mich. Und Gelfand ist ja auch nicht mehr der Gelfand vor 10 Jahren, aber der Berkes ist auch, glaube ich, auch nicht mehr dem gekommen hier. Da setzt sich Gelfand durch. Adosh Reimer, Rajabov. Ja, Rajabov. Ich mag ja Rajabov nicht, um nicht zu sagen, überhaupt nicht.
Aber das ist nominell so klar. Und Radjabov ist auch in den schnellen Disziplinen sehr, sehr gut. Oh, Santos Latasa gegen Georg Meyer. Santos Latasa war ja auf dem Weg auf den Richtung 2700. Der hat einen ziemlichen Aufstieg hinter sich, hat jetzt allerdings so eine Atempause eingelegt. Und Georg Meyer ist immer sehr, sehr stark in der Champions Chess Tour. Latasa ist Profi, Georg Meyer ist es nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der unter uruguayischer Flagge, dass der Georg da jetzt mal richtig was zeigen will. Komm hier. Bassem Amin, ja, das ist relativ klar. Nils Grandelius gegen Antipov, ja, auch Antipov auch nicht eine klasse Großmeister, aber da wird sich Grandelius durchsetzen. Oh, MWL gegen Dragnev. Ich glaube, da reicht der Ösi-Bonus nicht, Valentin, da reicht der Ösi-Bonus nicht, wenn die Nummer 10 gegen die 119 spielt. Komm hier. Da ist noch ein Ösi. Javokir Sindarov gegen Markus Ragger. Ja, aber Markus Ragger, ich meine, soll ich jetzt die Ösis alle rausschmeißen schon am Anfang? Aber Markus Ragger, der ist jetzt halt in erster Linie Sportdirektor in Österreich und macht da so Administratives. Der ist nicht mehr Schachprofi, sondern hat jetzt halt so eine Transformation gemacht und Schach ist noch sein Job, aber als Spieler nur noch am Rande. Ich bin ja fast geneigt, ihn rausfliegen zu lassen. Sorry. Arjun Erigaisi ist natürlich sehr stark, wie wir in der letzten Runde in Biel gesehen haben, wo er Vincent Kaimer den Turniersieg weggenommen hat. Wladimir Fedoseyev ist seit 2 Tagen Slowake, auch einer derjenigen, die gesagt haben, für Russland möchte ich nicht mehr spielen, jedenfalls nicht für dieses Russland, und hat lange in Spanien gelebt zuletzt und offenbar Drähte in die Slowakei geknüpft, denn ich hoffe, dass ich nichts Falsches sage, es war glaube ich die Slowakei, der spielte, es kam gestern oder heute die Nachricht, spielt jetzt für die Slowakei. Jakub Pechak, hochinteressanter Spieler, ganz kreativer Spieler, mit tollen Ideen, hochattraktive Partien spielt er, ganz, ganz spannend. Allerdings auch mit ziemlichen Leistungsschwankungen. Und Wladimir Fedoseyev, das ist so ein routinierter Spieler von internationaler Klasse. Es tut mir leid, aber das ist relativ klar. Dieses ist auch klar, der Fabi wird es machen. Avonda Liang gegen Mustafa Yilmaz. Mustafa Yilmaz, starker türkischer Großmeister, der ja als einziger in Weikernsee beim B-Turnier mit Alexander Lonchenko mithalten konnte. Da wird es Avonda Liang, der US-Junior, eine der Hoffnungen des US-Schachs, nicht leicht haben, aber ich glaube, der macht das. Das ist ein knappes Match. Gadim Bailey sagt mir nicht so richtig viel. Wohingegen mir David Anton eine Menge sagt, die spanische Nummer, ja, das schwankt immer so ein bisschen bei denen, spanische Nummer 2 wahrscheinlich. Ray Robson, Alexander 4 ist, glaube ich, Brasilianer und er wird gegen Ray Robson rausfliegen. Duda gegen Gareyev, ja, Timur Gareyev, spannender Typ. Das ist der mit dem, das Foto habt ihr bestimmt schon mal gesehen, der am Fallschirm durch die Luft fliegend Schach gespielt hat. Verrückter Typ. Der immer so auf der Suche nach extremen und exotischen Herausforderungen ist. Ich wollte den mal kurz interviewen am Tegernsee und habe dann, ich weiß nicht, fast 2 Stunden mit ihm gesprochen, weil es kam immer mehr und es war auch alles so spannend, was der erzählte. Und ich hatte keinen dringenden Folgetermin und dann habe ich es halt laufen lassen. Ich habe noch ganz viel Timur Gareyev auf Band, was ich nie verwendet habe. Spannender Typ, aber sportlich nicht in der Liga von Jan Krzysztof Duda. Ivan Schiparinov gegen Fredrik Svan ist völlig klar, weil Schiparinov hat nämlich vor 2 Jahren glücklich sich im Stechen und dann im, ich glaube bis ins Blitz ging das sogar, gegen Rasmus Svane durchgesetzt. Langjährige bulgarische Nummer 2 und ist jetzt nochmal 2 Jahre älter und Fredrik Svan ist im Kommen und hat so die Reichweite der Leute, die er schlagen kann, deutlich erhöht. Ich glaube, dass Fredrik Svane für seinen Bruder Revanche nimmt und den raushaut. Maksudlo gegen Süleymanli. Süleymanli ist eines von, so das ist der aserische Vincent Kaimer sozusagen. Aber ich glaube, der ist noch nicht gut genug, um Maksudlo zu schlagen. Alexander Donchenko gegen Mateusz Bartel. Bartel, solider, guter polnischer Großmeister, aber nicht gegen den Don. Wesley So gegen Emre Can. Es handelt sich nicht um den
Fußballer Emre Can, aber das Ergebnis wäre fast das gleiche. Ich nehme an, dass Wesley So gegen Emre Can nur 1,5 zu 1,5 gewinnt. Vielleicht auch erst im Stechen, aber er wird auf jeden Fall gewinnen. Jules Moussard gegen Vasif Dorabaili. Das ist, glaube ich, ja auch aserischer Großmeister, der in den USA lebt. Vernehmbarer, sichtbarer Großmeister mit einem interessanten Block auf Lee Chess. Aber Jules Moussard ist der bessere Spieler. Kirill Shevchenko gegen Ilya Smirin. Ilya Smirin ist gut, dass er spielt, weil dann kommentiert er nicht. Da gab es ja beim, was war denn das? War das Frauen-Grand Prix? Da hatte er diesen Aussetzer, bei dem er recht deutlich seine Meinung zu schachspielenden Frauen gesagt hat, was dann dazu führte, dass er nicht weiter kommentieren durfte. Hier spielt er. Smirin, der war mal sehr, sehr stark. Der war über 2700. Der war absolute Elite. Aber der ist ein wenig in die Jahre gekommen. Und Kirill Shevchenko, die große Hoffnung des ukrainischen Schach, wird sich da durchsetzen. Alexej Sarana gegen Christopher Joh. Das ist nicht so klar, wie es hier nominell steht. 38 gegen 91. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dem Jo dann vielleicht doch noch ein bisschen die Erfahrung fehlt. Ne? Junger, armer US-Großmeister. Das wird der Sarana machen. Igor Janik, der ist, glaube ich, ein polnischer IM mit 2500 oder so. Wie ist der denn in den World Cup gekommen? Naja, Lenier Dominguez Perez ist nicht mehr der von vor 5 oder 10 Jahren, aber der ist noch fast da und das passt schon. Jonas Buhl-Bjerre, die große Hoffnung des dänischen Schachs, wird sich, obwohl nominell leichter Außenseiter, gegen Gardir Gusenov durchsetzen. Und jetzt sind wir endlich unten angekommen. Sam Shankland wird Mamedov schlagen, weil ich Shankland-Fan bin. Oh, Wojtaszek, die langjährige polnische Nummer 1 und langjähriger Sekundant von Arnand. Arnands Gehirn habe ich ihn mal despektierlich genannt, weil er sozusagen das Eröffnungsbuch von Arnand ist, gegen Eric Hansen, den Chessbra. Der ist ja in erster Linie Streamer, nur wie wir durch Hikaru Nakamura gelernt haben, ist das gar nicht so schlecht fürs Schach zu streamen. Aber ich glaube, Wojtaszek ist eine Nummer zu groß. So, jetzt sind wir endlich durch. Jetzt geht's schneller. Und wir müssen noch ganz viel. Aber ihr könnt ja vorspulen. Also ihr könnt ja vorspulen und seht dann am Ende, wer kommt. So, wir sind eine Runde weiter. Magnus Carlsen wird, ja, Tai Dai Van Nguyen. Ist ein guter Spieler, aber das wird nicht reichen. Vincent Keimer gegen Armin Tabatabei. Das wird hart für Vincent. Der Tabatabei ist stark, aber ich glaube, dass Vincent der etwas bessere Spieler ist. Es wäre zu hoffen, dass Vincent das in der regulären Distanz macht, weil ich bei Vincent Probleme sehe, wenn es ans Zocken geht. Schnellschach und Blitzschach. Und da kann er 1000-mal Schnellschach-Weltmeister sein. Im K.O.-Level fehlt ihm, glaube ich, die Zockerqualität. Und da hätte ich Sorge, wenn das ins Stechen geht gegen Tabatabei. Aber ich habe Vertrauen in Vincent, dass er sich da durchsetzt. Weiyi gegen Wassily Iwanchuk. Ja, schade, Wassily Iwanchuk. Weiyi muss jetzt endlich mal das Versprechen einlösen, das er uns schon vor 10 Jahren gegeben hat. Und bevor er 30 wird, fängt er vielleicht beim World Cup damit an. Und Wassily Iwanchuk ist natürlich eine Legende und ist überragend und wird wahrscheinlich auch gut stehen. Vielleicht in beiden Partien gegen Weiyi, aber der Knipsen ist nicht weg, sondern neigt dann dazu, auf seiner Suche nach dem schönsten Zug dann das Ergebnis ein bisschen zu vernachlässigen. Weiyi wird sich durchsetzen und Anton Korobov wird sich nach Kräften wehren gegen Nodirbek Abdusatorov, aber Abdusatorov ist der bessere Spieler und er ist so souverän und außerdem gibt das eine tolle Paarung im, ich weiß nicht, was wir dann haben, Runde der letzten 32, insofern Abdusatorov setzt sich hier durch. Gukesh schlägt Narayanan. Indisches Duell, ganz klar. Ivic gegen Esipenko. Kriegen wir denn noch Ivic gegen Blühbaum hin? Ja. 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 Also ich kann mir vorstellen, wenn der Velimir Ivic wieder, der hat das letzte, so die letzte ein Jahr, anderthalb Jahre hat er wieder so ein bisschen nachgelassen. Der war eigentlich auch auf dem Weg zu was Besonderem. Ja, aber na komm, Esipenko ist der bessere Spieler. Shahriyar Mamedyarov, Rasmus Svane, das gibt eine Überraschung. Das gibt eine Überraschung. Ich glaube, dass Shahriyar Mamedyarov
ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist. Und Rasmus Zwane, der hat halt das Potenzial. Der kann denen allen wehtun, wenn es läuft. Und Rasmus hat diese Qualitäten bei kurzer Bedenkzeit. Rinat Yumabayev gegen David Howell. Ja, ich habe dem Yumabayev hier schon einen Außenseitersieg gegeben. Howell, ja, aber der ist halt Schachkommentator. Und da ist er halt, mit nichts gegen Simon Williams, aber da ist er halt mit Simon Williams unterwegs. Und das wird seinem Schach nicht so gut tun. Komm hier, Yumabayev. Yumabayev wird unsere Überraschung. Ja, Rauf Mamedov, der Schlachtross. Der hat das Potenzial, Jan Nepomniachtchi zu ärgern, aber der hat nicht das Potenzial, ihn aus dem World Cup zu kegeln. Nihal Sarin gegen Bogdan. Ich glaube, dass Nihal Sarin, der ist so ein bisschen untergegangen. Es wird immer über Gukesh geredet und über Erika Easy wird geredet, über Pragnananda wird geredet und Nihal Sarin wird darüber vergessen, obwohl der vor 2 Jahren schon beim World Cup Leute auseinandergeschraubt hat auf eine Weise, der hat Klassenunterschiede gezeigt, dass ich bei dem eigentlich gedacht hätte, dass der derjenige von den 4 indischen Superjungs ist, der sich am ehesten durchsetzt. Und da jetzt der Deak mich im Biel nicht so überzeugt hat und in Prag auch nicht überragt hat, sage ich jetzt mal, dass der Sarin hier weiterkommt. Vitali Bernatsky gegen Etienne Bacro. Ja, ich wollte ja sagen, dass der Vitali Bernatsky jetzt mal wieder ein tolles Turnier raushaut. Und er hat die Klasse, einen Etienne Bacro zu schlagen, der so ein bisschen in die Jahre kommt, der auch so viel nicht mehr spielt, der natürlich sehr stark ist. Aber komm, hier, Überraschung. Vitali Bernatsky. Vidit gegen Blühbaum. Vidit gegen Blühbaum. Vidit gegen Blühbaum. Naja, ich meine, Vidit kann besiegt werden. Vidit hat gegen Juven Yun verloren, haben wir ja beim Dubai Open gesehen. Matthias ist ein Monster. Matthias ist sehr stark. Matthias hat auch diese Qualität fürs Stechen. Er ist sehr gut im Schnellschach und im Blitz. Und Vidit, der hat so gepiekt bei 2700. Der ist nicht viel besser. Und das ist dann ja auch nicht mehr weit von Matthias Blühbaum entfernt. Komm hier. Durch die schwarz-rot-goldene Brille gibt's hier den Bonus. Matthias kommt weiter. Anish Giri gegen Lau. Das wird natürlich auf Twitter das Match überhaupt. Anish Giri, der Twitter-König gegen den Chicken Mann. Und Jan Gustafssons und Peter Heine Nielsens Kumpel. Das wird sehr, sehr schön auf Twitter zu verfolgen sein, aber ich denke, sportlich, ja, wird das schon nicht leicht, aber das sollte Anish Giri gewinnen. Jordan van Forres, tut mir leid, Peter Swidler, aber da wird Peter Swidler spüren, dass er ein bisschen in die Jahre kommt. Und Jordan van Forres, der muss jetzt mal wieder einen raushauen, der ist jetzt fällig. Der kommt weiter und Swidler fliegt raus. Grischuk wird Salem Saleh schlagen. Und Dubov wird, ja, wenn er gut drauf ist. Bei Dubov ist auch immer viel, wenn er gut drauf ist und Ergebnisse will, anstatt nur schön spielen. Dubov wird Volotikin schlagen. Ja, das ist leider das Ende von Nodirbek Jakubojew. Der wird hier rausfliegen gegen die Nummer 2 der Welt, wie ich glaube ich schon sagte, gegen Hikaru Nakamura. Für den ja auch, dem ja auch dieses Schnellblitzstechen entgegenkommt und der frei ist von Druck. Der braucht das alles nicht und je weniger das braucht, desto besser wird er. Prag gegen Navarra. Prag war gerade in der jüngeren Vergangenheit irre gut drauf und Navarra hat schon in der Runde vorher unheimlich kämpfen müssen gegen Huschenbeet und gegen Prag ist dann jetzt leider das Ende seines World Cups. Quang Liam Lee gegen Dimitri Kollas. Naja, wenn Vincent den schlagen kann. Ich meine, der ist natürlich stark und er hat auch Biel jetzt gerade gewonnen. Jetzt meldet sich Alexa. Habe ich irgendwas mit Alexa gesagt? Quang Liam Lee, der ist natürlich stark, aber ich habe Vertrauen in Dimitri. Ich habe natürlich Vertrauen in Dimitri. Und der ist stark, aber der ist stark und solide. Der ist nicht überragend. Und gegen den kann man schon was machen. Komm, Dimitri, den schlagen wir. Nikita Vityugov schlägt Boris Gelfand. Der ist jetzt einfach mittlerweile effektiv stärker als Boris Gelfand. Und Georg Meyer wird in einem hart umkämpften Schnellschach stechen, wird er tatsächlich Teimur Ratchaboff rausschmeißen. Riesenüberraschung und natürlich Schachfeiertage in Paraguay, wenn Georg Meyer sich über den ehemaligen WM-Kandidaten und das ehemalige Wunderkind Teimur Ratchaboff durchsetzt.
Bassem Amin gegen Nils Grandelius. Ja, der Amin ist stark, aber der Grandelius, der kann, wenn er will. Und ich glaube, das traue ich Nils Grandelius zu. Der wird weiterkommen. Ja, hier endet noch eine usbekische Reise. MWL, der wird was wissen wollen. Und der wird sich gegen Sindorov durchsetzen. Erika Easy gegen Fedoseev. Da könnten wir eine Überraschung sehen. Der Erika Easy, der ist gerade nicht so super gut drauf, auch wenn er Vincent geschlagen hat. Aber ansonsten waren seine Ergebnisse gar nicht so toll in der jüngeren Vergangenheit. Und so, der hinkt dem Gukesh und zuletzt auch sogar dem Prak ein bisschen hinterher. Und der Fedoseev als altes Schlachtross, als erfolgreicher World Cup-Spieler, wie wir vor 2 Jahren gesehen haben, wird hier mal einen der indischen Wunderknaben rausschmeißen. US-Duell, ja, Fabini Caruana ist stärker als Awander Liang. Knapp. David Anton gegen Ray Robson. David Anton, ja, aber der ist nicht in dem Form hoch, in dem er mal war, das ihn deutlich über 2700 getragen hat. Ray Robson ist ein spannender Spieler. Komm, lass mal Ray Robson mal weiterkommen. Jan Krzysztof Duda gegen Fredrik Svane. Das könnte ja in der nächsten Runde Svane gegen Donchenko geben. Aber ich glaube, Fredrik ist auf dem Level angekommen, dass er einen Ivan Scheparinov rausschmeißen kann. Fredrik ist, glaube ich, noch nicht auf dem Level, dass er einen Jan Krzysztof Duda rausschmeißen kann. Oder natürlich hat man immer eine Chance, aber das kann ich hier nicht machen. Hier allerdings Paha Maksotlo. Und wenn Alex Donchenko das abruft, was er zuletzt gezeigt hat, und Paha Maksotlo ist verwundbar. Bei Alex habe ich ein bisschen Sorge, weil der halt im Schnell und Blitz nicht so ein ausgewiesenes Monster ist, wie zum Beispiel Matthias Blüber. Aber ich glaube, den kann er schlagen. Da machen wir noch eine Überraschung. Wesley So, ich meine, der spielt halt super solide, stellt nichts ein. Und irgendwann stellen die Gegner was ein, dann nimmt er das weg und dann gewinnt er. Ne? Wesley So. Kirill Shevchenko gegen Alexei Sakhana. Ja, Kirill Shevchenko, ne? Ist der jüngere, ein bisschen ehrgeizigere Spieler. Ich meine, Sakhana, Europameister und so, schon klar. Aber Shevchenko, das ist einer. Jonas Buhl, Bjerre. Nee. Ah. Nee. Aber ich glaube, das hat er noch nicht drin. Der Buhl Bjerre, das ging nicht so schnell weiter beim dänischen Vincent Keimer, wie es hätte weitergehen können und sollen, um da wirklich Weltelite zu werden. Da ist er outclassed. Sam Shankland gegen Radoslav Wojtaszek. Knappes Match, spannendes Match. Radoslav Wojtaszek, exzellenter, sehr solider Spieler. Und ist nach Elo hat er ein bisschen verloren, aber absolut auf Augenhöhe mit Sam Shankland. Aber da wird sich dann der Jüngere durchsetzen. Das ist Sam Shankland in der heutigen Zeit nicht mehr so häufig. Also lassen wir ihn weiterkommen. Okay. So, wir sind das so, nein, so geht das eben nicht, sondern ich klicke hier und dann scroll ich hoch. Das müsste jetzt die Runde der letzten 32 sein. Magnus Carlsen gegen Vincent Keimer. Ja, ich meine, Magnus hat Vincents Nummer. Ne? Magnus hat einfach Vincents Nummer. Ich traue ihm zu, dass das 1:1 ausgeht. Aber Magnus hat es neulich nochmal selbst gesagt, Vincent ist kein Zocker. Und das musst du halt am Ende sein im World Cup, wenn du da weiterkommen willst. Und ich glaube, dass Vincent die Turnierpartien ausgeglichen gestalten kann. Aber wenn ihm das gelingt, dann wird er im Stechen Außenseiter sein. Da kommt Carlsen weiter. Da kann ich auch durch die Keimerbrille kann ich dann nicht sehen, dass Vincent weiterkommt. Oh mein Gott, ist sein erster World Cup und in die Runde der letzten 32 ist auch stark. Tabata Bey geschlagen. Dada geschlagen. Das sind ja nun auch keine Weiye gegen Adu. Oh, das ist natürlich ein tolles Match. Da möchte ich eigentlich, dass beide weiterkommen. Ah, das ist natürlich ein tolles Match. Also aufgrund seiner großen praktischen Stärke ist da Nodirbek Abdusatorov eigentlich der Favorit, während Weiye ja nur in China sitzt und nicht mehr so viel spielt. Aber der Weiyi hat halt auch dieses Riesenpotenzial und ich würde mir wünschen, dass der auch nochmal kommt. Ja, aber Abdusatorov mit seinem Selbstvertrauen, mit seinem Siegeswillen, mit seiner praktischen Stärke, das kann ich nicht machen.
Gukesh gegen Isipenko. Ja, Gukesh, ich meine, der klopft jetzt ganz stark an den Top 10 an. Er ist bei 257 schon fast angekommen. Gukesh wird sich hier durchsetzen. Ja, und Rinat Yamabayev, das war natürlich ein toller Lauf, ne? Howell geschlagen und Wang Hao, WM-Kandidaten. Aber dann gegen Rasmus Zwane, das wird nicht reichen. Das wird nicht reichen. Jan Nepomniachtchi gegen Nihal Sarin. Ja, Leute, macht euch auf was gefasst. Macht euch auf was gefasst. Also der Nihal Sarin, ich gehe jetzt einfach nur 2 Jahre zurück und da war der so stark im World Cup. Und Jan Nepomniachtchi, weiß ich nicht, hat der nochmal Schach gespielt? Der hat dann direkt die Grand Chess Tour gespielt und danach glaube ich nicht mehr so richtig. Vielleicht ein bisschen online. Überraschung. Sarin kommt weiter. Was die Leute im Hamburger Schachclub mit Freude zur Kenntnis nehmen werden. Denn das ist ein Hamburger Jung. Spielt für den HSK in der Bundesliga. Vitali Bernatzky gegen Matthias Blühbaum. Ja, das war natürlich auch ein toller Lauf für Vitali Bernatzky. Aber irgendwann muss es auch einfach mal darum gehen, wer ist denn hier der bessere Spieler? Und Matthias Blühbaum ist eine Klasse besser als Vitali Bernatzky. Auch wenn der richtig was machen kann gegen gute Leute. Aber hier kommt ganz klar Blühbaum weiter. Da gibt es keine Debatte. Anish Giri gegen Jordan van Forest. Ja, wer ist denn nun die niederländische Nummer 1? Anish Giri will ja seinen Fokus auf diese klassischen Turniere legen. Anish Giri ist ganz, ganz scharf aufs Kandidatenturnier. Und das wird ein harter Kampf, aber der wird sich hier durchsetzen. Und Alexander Grischuk gegen Daniel Dubov, da haben wir jetzt mal Wachablösung. Da wird sich Daniel Dubov durchsetzen. Oh, Nakamura gegen Prag. Oh, Nakamura gegen Prag. Heieieiei. Prag war so stark zuletzt. Und Nakamura, weiß der noch, wie Turnierschach geht? Ich glaube, das ist jetzt auch hier, haben wir die Überraschung. Prag geht durch. Und Nakamura fliegt raus und kann das dann schön weiter kommentieren. Und Nakamura, da kriegt ihr noch eine extra Nachricht. Der wird wahrscheinlich in den nächsten Monaten ein Match gegen Magnus Carlsen spielen. Kann er anfangen, sich darauf vorzubereiten. Dimitri Kollas gegen Nikita Vityugov. Ja, da müssen wir natürlich Niklas Hushenbeet, Revanche für Niklas Hushenbeet vor 2 Jahren nehmen, denn Hushenbeet hatte ja den Vityugov an der Angel und hat es dann ganz knapp nicht geschafft. Ich glaube, Dimitri schafft das. Ist natürlich Außenseiter und das wird auch eine Überraschung sein, weil der Vityugov nun echt im internationalen Maßstab eine Hausnummer ist. Aber der Dimitri, wenn der ein breites Kreuz kriegt, wenn der doch nur ein breites Kreuz hätte und vielleicht kriegt er das im Laufe dieses Turniers. Und dann hat er auch mal so einen drin. Dimitri kommt weiter. Georg Meyer gegen Nils Grandelius, interessant. Ich meine, Nils Grandelius ist natürlich ein Spieler von internationaler Klasse. Aber ich habe den nicht so als super starken Blitz- und Schnellschachspieler in Erinnerung. Und es ist überhaupt nicht gesetzt, dass der sich in den 2 klassischen Partien gegen Georg Meyer einen Vorsprung rausholt. Und Georg in den schnellen Disziplinen ist halt eine Instanz. MWL gegen Fedoseev, das wird knapper, als es nominell aussieht. Aber MWL, der will ja auch nochmal und der muss jetzt so langsam. Fabiano Caruana gegen Ray Robson, das wird sicher ein sehr, sehr attraktives Match, aber Fabi ist eine Klasse besser als Ray Robson. Oh, Duda gegen Donchenko, oh. Ja, ich meine, also in den Turnierpartien sehe ich Alexander da nicht chancenlos. Aber das ist eher 80-20 oder so. Und dann im Stechen sollte Duda deutlicher Favorit sein. Ich meine, hat er vor 2 Jahren keinen geringeren als Magnus Carlsen aus dem World Cup rausgeschmissen. Ja, auch durch die Donchenko-Brille. Es tut mir weh. Duda ist ja auch durch den World Cup ins Kandidatenturnier gekommen vor 2 Jahren. Ne? Insofern, das ist schon so sein Format quasi. Aber hier Wesley So gegen Kirill Shevchenko. Ja, Wesley So wird solide stehen, nichts einstellen, darauf warten, dass der Gegner was einstellt, dann nimmt das weg und dann kommt er weiter.
Lenny Dominguez, Perez, Sam Shankland. Sam Shankland war riesig im vergangenen World Cup. Hatte Kajakin, der dann ins Finale kam, an der Angel. Und Dominguez Perez ist ja so ein bisschen, noch nicht so richtig, aber schon so ein bisschen auf dem Weg ins Schachrentenalter kommen. Das macht der Sam. Und damit haben wir sie schon. Das müsste jetzt die Runde der letzten 16 sein, wenn ich das richtig sehe. Jetzt können wir auch hier mal so langsam hochspulen. Oh, jetzt muss ich aber weit scrollen hier. So, wen haben wir denn hier? Magnus Carlsen gegen Nodir Beg Abdusatorov. Ja, da ist Magnus fällig. Nodir Beg, der sagt ja, der hat ja diese tolle Attitüde. Ne? Der ist, glaube ich, gar nicht so dieses Ausnahmetalent. Der hat gar nicht so die Leichtigkeit wie ein Gukesh oder so. Aber der ist ein brutal harter Arbeiter in jeder Hinsicht, auch ein großer Sportler. Und der hat dieses Selbstvertrauen und den Siegeswillen. Der setzt sich dahin und dem ist piepegal, wer auf der anderen Seite setzt. Und der sagt, ich kann das gewinnen. Und das wird auch gegen Magnus Carlsen sein. Und Magnus Carlsen ist eben nicht so richtig im Saft. Ne? Norway Chess, klassisches Turnier, nicht eine Partie gewonnen. Und dann ist hier jetzt halt Endstation. Oho. Und hier, Rasmus ist noch im Turnier, das ist toll. Aber ich denke, gegen Gukesh hat er dann, das ist dann doch eine andere Leistungsklasse. Und nach einem großartigen World Cup wird dann Rasmus Zwane hier leider rausfliegen. Was haben wir hier? Jetzt muss ich gucken, dass ich hier nicht irgendwie, das habe ich jetzt. Ich muss hier in dieser, hier. Nihal Sarin gegen Matthias Blühbaum. Das ist gemein. Ah, das ist aber gemein. Weil das ist jetzt nominell nicht mehr so klar, aber ich habe ja immer argumentiert mit dem Nihal von vor 2 Jahren. Vielleicht war das aber auch vor 2 Jahren nur ein einmaliger Höhenflug. Komm, hier, Matthias, mach es. Aber wenn er das dann auch noch gewinnt, dann braucht er eine Website und einen Twitter-Account und soll sich dann auch mal bitte verhalten, wie jemand, der ein selbstständiger Unternehmer als Berufsschachspieler ist. Anish Giri gegen Daniil Dubov. Ja. Ich meine, Anish ist halt nicht so der Überspieler, ne? Und Daniil Dubov hat, der kann halt, wenn er will. Und wir haben ja schon gesagt, Daniil Dubov ist in großer Form. Prack gegen Kollas. Ja. Prack ist auch in großer Form, tatsächlich sogar. Nicht nur von mir eingebildete große Form. Und sorry, Dimitri, aber da ist dann, das machen wir in 2 Jahren. Da ist für Prag ist für dieses Mal noch Endstation. Oh, und auch die uruguayischen Festtage enden an dieser Stelle, denn Georg Mayer wird sich gegen MWL nicht durchsetzen können. Caruana gegen Duda. Ja, ich gönn's dem Fabi. Ich meine, Duda sehr, sehr stark. Und das ist ein Duell, die sind nicht so weit voneinander entfernt. Aber ich glaube, dass Fabi Caruana nach wie vor der etwas bessere Schachspieler ist. Auch wenn Duda im vergangenen Jahr den World Cup gewonnen hat. Fabi macht das. Es gibt natürlich, Duda profitiert dadurch, dass Fabi wird nicht als Favorit ins Stechen gehen, wenn es zum Stechen kommt. Aber ich glaube, Fabi macht das. Ich glaube, der kommt nochmal. Wesley So gegen Sam Shankland. Ja, ihr wisst, wie das läuft. Ne? Andererseits, Sam Shankland, der stellt nichts ein. Ja, aber dann spielt halt Wesley So immer weiter und immer weiter und drückt dich dann halt irgendwann aus. Ja, ich glaube, da stößt dann sogar der große Sam Shankland an seine Grenzen. Und da sind sie schon. Sind wir jetzt schon im Halbfinale oder wo sind wir? Das ist ein bisschen blöd bei diesem. Es zeigt mir nicht an, bei wo wir jetzt hier sind. Abdusatorov gegen Gukesh muss ich jetzt tippen. Oh, Abdusatorov, das wäre natürlich auch ein tolles Finale. Abdusatorov gegen Gukesh. Das ist genau das Duell. Da ist derjenige mit der Gabe gegen denjenigen mit dem Willen.
glaube, dass sich Abdusatorov durchsetzt. Wen haben wir hier? Blühbaum gegen Dubov. Ja. Ja, ich meine, Blühbaum, es war, Matthias, das war ein ganz toller Lauf und dann auch noch Sarin ausgeschaltet. Aber gegen Dubov, der halt auch im Blitz- und Schnellschach gegen das Blitz- und Schnellschachmonster Blühbaum sogar Favorit wäre. Leichter Favorit. Ja, ich glaube, da endet dann das, endet dann der Traum, ne? Prack gegen MWL. Ja, MWL ist halt über die letzten 10 Jahre immer ein bisschen schuldig geblieben. Das ist ein Top-10-Spieler, der hat absolut diese Klasse. Aber Prack hat diese Tendenz. Und wenn der bis da getragen wird, das wird nicht leicht. Aber ich glaube, dass Prack das macht. Und wer kommt hier? Und hier stößt dann Wesley So an seine Grenzen. Fabiano Caruana ist einer von den ganz, ganz wenigen, die ihn auch einfach mal überspielen können. Und das wird er auch tun. So, und ich glaube, wir haben das Halbfinale. Na? Wir haben das Halbfinale. Abdusatorov gegen Dubov. Ja, und da Dubov wird zaubern und spielt natürlich die spektakulärsten Partien des Turniers. Aber der wird an Abdusatorov einfach abprallen. Das ist, glaube ich, sogar ein relativ klares Match. Abdusatorov wird Dubov rausschmeißen und ins Finale einziehen, wenn ich hier richtig mitgezählt habe. Oh, Prack gegen Caruana. Ja, ich meine, Prack in seinem Lauf, aber Caruana ist halt einfach unheimlich gut. Wenn man den mal über Schach reden hört oder wenn man den Schach analysieren sieht, der ist halt einfach unheimlich gut. Und er ist auch noch nicht altes Eisen. Fabi kommt ins Finale. Haben wir hier noch ein Match um Platz 3? Ne, Match um Platz 3 haben wir offenbar nicht, weil das ist nämlich wichtig. Es gibt dann noch ein Match um Platz 3 zwischen Prack und Dubov, wenn ich mich nicht irre. Und da geht es dann noch um einen Platz im Kandidatenturnier. Ich nehme an, dass Prack das gewinnt, sodass wir dann als WM-Kandidaten 2024 in Kanada haben wir dann Abdusatorov, Caruana und Pragnananda. Und aus deutscher Sicht tolles Turnier, Blühbaum weit gekommen, Kollers weit gekommen, am späteren Finalisten gescheitert. Da können wir uns auch auf einiges freuen. Das war der World Cup aus der Perspektive vom Bodensee. Kann ich jetzt meinen Tipp irgendwo abschicken? Hier, einreichen. Oh, hier steht meine E-Mail-Adresse auf YouTube, das habe ich ja nicht so gerne. Ich glaube, das schneide ich gleich mal raus. Nee, ich reiche das nicht ein. Ich beende das Video an dieser Stelle. ja, obwohl andererseits, ich meine, meine E-Mail steht auch im Impressum. So what? Tut mir einen Gefallen, falls ihr Betreiber eines Spam-Bots seid. Tut es einfach nicht. Wähle den Gewinner des Turniers. Ach so, ja richtig, ich habe noch nicht getippt, wer das Finale gewinnt. Das wird Fabi Caruana sein. Tipptitel. Wie Tipptitel? Was soll ich hier für einen Titel eintippen? Tipptitel. Fabi. Fabi's gonna make it. Ist das ein Tipptitel? Keine Ahnung. Der Turnierorganisator wird deine E-Mail-Adresse sehen können. Das ist okay. Es kann ja jetzt die ganze Welt meine E-Mail-Adresse sehen. Gut, liebe Leute. So viel zum World Cup 2023. Ich würde, obwohl ihr jetzt schon wisst, wie es ausgeht und wie die Matches enden, ihr kennt ja noch nicht die Partien und die werden es wert sein, verfolgt zu werden. Außerdem, das viele Drama, die vielen Geschichten, obwohl es für euch nicht ganz so spannend sein wird wie für alle anderen, verfolgt den World Cup. Und die besten Partien, die reiche ich nach, die zeige ich dann nach und nach auf diesem Kanal, sobald das Turnier beginnt. Das soll es für den Moment gewesen sein. Ich glaube, ich habe schon wieder so ein ewig langes Ding Alter, 54 Minuten. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis sehr bald. Macht es gut. Ade.